Die Nummer 8 von Alt-Landsberg hat in der Frühphase des Spiels, ja, man kann bald sagen, alles im Grund und Boden geschossen. Seitdem passiert nichts mehr. Luft raus, die Kraft fehlt. Oder liegt das dementsprechend auch mit an der Abwehr? Naja, also ich denke schon. Da sieht man es wieder, dass die Kraft und der wirkliche Glaube an den Sieg, dass der raus ist. Also am Gesicht sieht man es, die Körpersprache, ich kann sie nicht einschätzen, aber lässt auch vermuten, dass da nicht wirklich mehr der Glaube an den Sieg da ist. Unvorbereitete Würfe, der nicht, aber der davor, beweisen, dass eigentlich dass das Spiel verloren gegeben worden ist. Aber ich denke, 3,5 Minuten vor Schluss muss man das auch sagen bei der Differenz. Also es ist unglaublich. Immer die Auflösung zum Konter aus der sicheren Abwehr oder vom Torwart. Dass Marie Kintscher immer wieder wie an der Schnur gezogen zum Konter gehen kann. Die wird gar nicht mehr geschürt, die wird gar nicht mehr begleitet. Ich glaube, dass das ein gutes Zeichen ist, dass die Alt-Landsberger doch etwas zu spät angereist sind und müde sind. Ja, natürlich trug das nicht zur guten Spielvorbereitung bei. Ein Stau und damit ein verzögertes Anreisen ist immer von Nachteil. Also ich glaube, da muss man in der Planung nochmal etwas überdenken. Okay. Ah, jetzt hat Susi Grimm nicht ganz so viel Glück beim 7 Meter, aber trotzdem eine sagenhafte Leistung, was sie jetzt hier in der zweiten Halbzeit geliefert hat. Es ist, also ich muss sagen, Respekt, Respekt. Ja, auf alle Fälle. Also bei ihr dürfen sich die Spielerinnen bedanken. Sie hat mit ihrer Leistung den Sieg sicherlich mit eingeleitet und der Mannschaft die Sicherheit gegeben. Oha, Pepper, super. Hat die Sicherheit gegeben, die es brauchte. Sehr schön, der Kämpfer. Genau, wunderbar ausgespielt. Von Kinchi zu Künzi, wie man so schön sagen würde. Eine schöne Sache, sah super aus. Fürs Publikum natürlich unheimlich schön, sowas zu sehen. Und der Spielstand gibt natürlich auch, gibt dementsprechend auch die Möglichkeit dazu, so eine Sache auch mal zu üben. Jetzt hat man die Möglichkeit, Kleinigkeiten auszuprobieren. Ja, man darf natürlich nicht in den Fehler verfallen, den Gegner vorzuführen. Ist auch nicht. Ich denke, dass man hier etwas für das eigene Selbstvertrauen gibt, den Zuschauern noch was bieten möchte. Aber vielleicht ist es dann auch gut. Ja, wir hatten beide eben schon wieder auf Kinchi getippt. Aber Kinchi hat natürlich auch Auge. Kinchi gibt den Ball weiter auf Wendy Künzel, auch ganz sichere Bank. Also die Tore, die nachher zum Schluss der zweiten Halbzeit über die erste und zweite Welle gefallen sind, ich glaube, die haben jetzt den Sieg im Endeffekt ausgemacht, diesen großen Abstand. Ja, natürlich. Also das kann man zusammenfassend sagen, dass das der Garant für den Sieg war. Aber genau das ist auch das Spiel, dass die Grün-Weißen, Steffi nochmal sehr schön, dass die Grün-Weißen beherrschen. Und natürlich muss man das spielen, was man kann. Und heute war es wieder erfolgreich. Scheiben schießen, aber für ein Tor ist noch Zeit, vielleicht sehen wir es noch. Wie lange ist es her, dass man hier bei Grün-Weiß fast 45 Tore in einem Spiel gesehen hat? Also ich kann mich zumindest, was die eigenen geworfenen Tore in dieser Anzahl angeht, eigentlich nicht daran erinnern, wobei viele Tore immer bei Grün-Weiß gefallen sind. Aber an 43 Tore, 44, kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Ja, der zählt wirklich noch, der Ball zählt noch. Und das ist bei Marie Kintscher der 12. heute. Wahnsinn, der Endstand ist, nee, zählt doch nicht. Das Kampfgericht hat gerade korrigiert, die Schiedsrichter geben das Tor nicht. Also eben war eine 45 zu sehen. Aber 44 ist auch eine schöne Zahl, ja. Wenn die bleibt. Muss man nicht unzufrieden sein. In der Deutlichkeit denke ich mal jetzt auch gerechtfertigt, oder? Ja, auf alle Fälle. Also Schwerin war die viel präsentere Mannschaft, hat den größeren Willen gezeigt, hier zu gewinnen. Und einen herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, an das Team von Andreas Bartlau. Das hat sie gut gemacht. Ich denke, dass man das als gelungenen Einstieg in die neue Saison ja einfach so bezeichnen kann. Sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Weiter so, Mädels. Ja.
Sportfreunde, das Spiel ist vorbei. Es ist relativ deutlich ausgefallen. 44 zu 29 für den SV Grün-Weiß-Schwerin. Das war in der Halbzeit so nicht abzusehen. Und erstmal an die Trainerin der Gäste, vielen Dank, dass Sie da sind, dass Sie uns zur Verfügung stehen nach dem doch harten Spiel, nach dem Ausgang. Das war so nicht zu erwarten zur Halbzeit. Was ist schiefgegangen in der zweiten? Ja, ich glaube einfach, dass Schwerin hinten die Abwehr natürlich dicht gemacht hat mit einem 6-0, dass wir die Fehler im Prinzip gemacht haben im Angriff und gnadenlos ausgekontert wurden. So muss man das einfach sagen. Ja, an die andere Seite Glückwunsch zum Sieg, zum deutlichen Sieg. Was hat den Ausschlag gegeben? Was haben Sie in der Halbzeit angesprochen, dass es so gut geklappt hat? Ja, also ich war mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. Wir kamen überhaupt nicht in den Tritt. Und es war keine typische Spielweise von uns, wie man sie hier in Schwerin kennt. Und ich habe nochmal an unsere Tugenden appelliert und habe die richtigen Worte angeblich wohl gefunden in der Kabine. Jedenfalls funktioniert es in den zweiten 30 Minuten. Ja, was uns insbesondere aufgefallen ist in den ersten 30 Minuten, Sie haben die 21 von Landsberg überhaupt nicht in den Griff bekommen. Die hat allein in der ersten Hälfte 11 Tore sogar erzielt. Wie ist sowas möglich? Ja, das ist korrekt. Das ist eine Undiszipliniertheit. Das haben wir auch in der Kabine angesprochen. Wir haben einfach zu große Freiräume für diese Spielerin gelassen. Meine Deckungsspielerinnen haben zu weit ausgeholfen und dadurch haben sie immer das Gegentor dort kassiert und man muss auch neidlos anerkennen, sie hat sehr gut geworfen. Ja, und in der zweiten Halbzeit hat das nicht mehr funktioniert. War da die Sicherheit nicht mehr da, dass sie dann von außen auch nicht mehr getroffen hat? Ja, das Problem ist natürlich, diese Spielerin heißt Stefanie Zase und ist eine junge Spielerin noch. Und ich denke mal, sie hat in der ersten Halbzeit durchgespielt und der Trainer wird mir sicher recht geben, also 60 Minuten kann keine Spielerin durchhalten in so einem Tempo und dann spielt sie auch noch auf halb in der Abwehr, was sie auch sehr gut gemacht hat. Ja, sicher waren die Winkel dann auch sehr spitz auf außen und die Torhüterin hat sich dann irgendwann auch mal drauf eingestellt, weil sie immer in die gleiche Ecke geworfen hat, sage ich auch mal. Ja, und das natürlich dann ein und andere, die Konzentration ist dann nachher auch einfach weg, ja. Nur hatten wir ja angesprochen gehabt, schon in der ersten Hälfte, dass wir ein bisschen Bedenken hätten bei Schwerin, dass die Kondition nicht reicht, weil sie ja doch mit einem recht vollen Kader angereist sind. Nun sagen Sie, 60 Minuten durchspielen ist ein bisschen hart für eine Spielerin. Warum kam da kein Wechsel? Ja, wir haben schon gewechselt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht aufgefallen ist. Wir haben jeden Spieler, der auf der Bank war, die Einsatzzeit gegeben. Es sind noch sehr junge Spielerinnen dabei, die 91er-Jahrgang sind. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir aus zwei Mannschaften eine Mannschaft gemacht haben. Wir haben Spielerinnen von Eintracht Berlin bekommen und wir trainieren seit gut zwei Monaten jetzt erst zusammen. Die Spielerinnen haben sich noch nicht gefunden. Hat man heute auch gesehen, dass es immer noch Abstimmungsprobleme gab. So muss ich sagen, war hinten raus das Ergebnis sicher sehr hoch ausgefallen. Ja, warum? Keine Ahnung. Ja, ein recht gegenteiliges Beispiel haben wir mit der Außenläufer auf eurer Seite, die 31, Marie Kinscher. Ja, in der ersten Halbzeit so gut wie nichts, in der zweiten Halbzeit hat es dann funktioniert. Wie kommt das? Ja, also wie gesagt, also die Lösung war, dass wir eben in der Abwehr besser gestanden haben. Marie Kinscher ist eine klasse Konterspielerin, die weiß genau, wann sie abzulaufen hat. Und wenn unsere Abwehr dann funktioniert, dann sind die Abläufe klar und dann werden die Pässe dementsprechend gespielt und dann kann sie auch vorne einnetzen. Mhm. Für den MTV als Landberg, wo geht es als nächstes hin, wo muss sich die Mannschaft profilieren, gegen wen geht es als nächstes? Ich nehme an, es ist ein Heimspiel. Ja, wir haben ein Heimspiel gegen die Füchse 2 und ich sag mal, die Füchse sind auch sag ich mal, sehr hoch einzuschätzen. Sie sind sehr kampfstark im 1-1 und bei uns gilt natürlich auch die Devise aus der sicheren Abwehr heraus, die Konter, was wir auch in der ersten Halbzeit hier sehr gut umgesetzt haben, aber eben in der zweiten Halbzeit nicht halten konnten. Das war einfach unser Problem oder besser zu sagen, Schwerin stand einfach besser in der Abwehr und hat das unsere Fehler, wie gesagt, gnadenlos ausgenutzt. Und das Saisonziel, wo liegt das mit dem MTV Landsberg 2? Es ist natürlich schwer, das Saisonziel jetzt zu definieren, aber wir wollen schon im Mittelplatz landen. Also ich schätze Schwerin sowieso sehr stark ein. Die haben ja letztes Jahr noch Regionalliga gespielt.
sicher ein paar Spieler vielleicht auch weggegangen, weiß ich jetzt auch nicht so. Ich kenne Schwerin, ich habe sie zum heutigen Tag zum ersten Mal erlebt. Und wir wussten aber um die Stärke der Außenspielerin, gerade bei Kontern, aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit waren sie uns einfach überlegen. Ja, vor dem, da vielleicht auch direkt an den Chef gewendet, wir haben vor dem Spiel wurde sehr, sehr tief gestapelt, gesagt, mal gucken, wie wir in die Saison reinkommen. Nun startet man mit 15 Tore, Sieg, Kantersieg ins erste Spiel. Wie will man die Erwartungen da drücken? Ja, ich glaube, die muss man nicht unbedingt drücken, das finde ich nicht mit 15, das haben wir natürlich auch nicht erwartet, aber ich glaube, es ist wichtig für die Mannschaft, dass sie gesehen hat, okay, wir erste Halbzeit starken Gegner gegenhalten, mit dranbleiben und dass man dann eben über den Druck, den man selber aufbauen kann, dann auch zu den Toren kommt und dass man das, was man, glaube ich, in der Regionalliga gelernt hat, wir sind da ja auch, glaube ich, haben da eine sehr gute Saison gespielt, knapp gescheitert, aber das war auch grundlegend nicht so problematisch. Ich glaube, dass man da schon Erfahrungen gesammelt hat, die man natürlich in dieser Liga nutzen kann. Und dementsprechend muss ich schon sagen, es ist wichtig, da dran zu bleiben jetzt und wir wollen schon da oben uns festsetzen. Das ist Fakt, denke ich. Ja, wenn man gerade am Anfang so hoch gewinnt, es gibt einem eigentlich Sicherheit, aber wie verhindert man jetzt, dass der Schlendrian sich in die Mannschaft einschleicht? Ja, das gibt ja schon der Spielplan her, dass man da keinen Schlendrian drin haben. Sondern wir fahren am nächsten Wochenende zur Bundesliga-Reserve des Frankfurter HC. Da wissen wir auch noch nicht, was uns da erwartet. Und wir können uns nicht ausruhen. Wir bereiten uns auch wieder akribisch auf dieses Spiel vor. Und ja, dann werden wir sehen, wie wir dort uns verkaufen. Wir wollen dann natürlich 2 Punkte mitnehmen, das ist ganz klar. Aber ich denke, in Frankfurt hängen die Trauben recht hoch. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten, dass sie mir zur Verfügung gestanden haben. Wünsche Ihnen in Altlandsberg viel Glück für die Saison, auf dass es zum erfolgreichen Mittelplatz reicht. Und für Grünwald-Schwerin natürlich, dass es so erfolgreich weitergeht wie heute. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.